Straße ist nur schwach beleuchtet. Die dunkle Limousine rast mit hoher Geschwindigkeit. Der Fahrer tritt in die Bremsen. Doch zu spät. Gut, kann zahlen. Zwei Colas, 8,40 Mark, bitte. Stimmt so. Danke, schönen Tag noch. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, nein. Doch, das hier bitte. Gefallen Ihnen Schnecken? Was? Schnecken. Ja, nein. Es ist nicht für mich. Soll ich sie einpacken? Dort ist die Kasse, da können Sie warten. Ich bin gleich zurück.
12 Mark. Oh, Liebe. Schönen Tag noch. Danke. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? Decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad, ¿cómo hablar? En cambio te quiero comer. Me estás quitando la vida. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, porque no sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. Oliver, hast du denn heute nach der Arbeit schon was vor? Ich würde dich gerne zu einem Café gehen. Einladen. Ich würde dich gerne zu einem Café einladen. Ich würde gerne mit dir einen Kaffee trinken gehen. Hast du denn heute nach der Arbeit schon was vor? Könnte ich Ihnen irgendwie helfen? Guten Tag. Hallo. Ist denn Oliver heute gar nicht da? Oliver. Mhm. Gehören Sie zur Familie? Nein, ich... Ich bin nur eine Freundin. Ja, es tut mir leid. Oliver hatte gestern Abend einen tödlichen Autounfall.
Ich glaube, die Beerdigung ist morgen oder übermorgen. Aber wir wissen noch nicht genau, wo und wann. Wenn Sie wollen, können Sie anrufen. Oktober. Ich weiß, dass du mir heute aus dem Café gefolgt bist. Ich glaube nicht, dass du dieses Buch wirklich als Geschenk für jemanden gekauft hast. Es ist total verrückt, was ich gerade mache, dir einfach in das Buch zu schreiben, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen könnten. Kommst du mich wieder besuchen? Oliver. 3. Oktober. Auch wenn du nicht mit mir sprichst, ich kann es doch in deinen Augen lesen. Du bist wunderschön. 5. Oktober. Wie ist dein Name? Ich kenne ihn immer noch nicht. Sprich bitte mit mir oder gib mir irgendein Zeichen. 9. Oktober. Weißt du, gestern habe ich von dir geträumt. Ich hoffe, jeden Tag dich wiederzusehen. 12. Oktober. Du verwirrst mich. Warum antwortest du nicht? 14. Oktober. Ich liebe dich. Oliver.